Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu diesem Video Stadionvlog SV Werder Bremen zu Gast beim FC Schalke 04. Absolutes Traditionsduell. Mein erstes Video hier bei Hey Zander auf diesem Kanal. Also erstmal ein Abo dalassen, nachher noch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal gerne rein, wo ich demnächst nochmal hinfahren soll. Also welches Spiel sollen wir hier bei Hey Zander besuchen? Und dann freuen wir uns, ihr seht schon im Hintergrund die Arena auf Schalke. Über 60.000 werden heute Abend hier sein. Und dann freue ich mich auf dieses Traditionsduell in der Bundesliga im Abstiegskampf. Meine Güte. Dieses Video wird übrigens gesponsert von niemandem. Und gleichzeitig bin ich auch selber hinter der Kamera. Und vor der Kamera. Also, wenn Schalke und Bremer aufeinandertreffen, sieht das so aus. Das Ganze hier also friedlich noch abgehalten. Zunächst einmal mal schöne Grüße an den Kollegen DE für das Ticket. Ich habe mir sagen lassen, hervorragender Platz. 70 Minuten bis zum Anstoß. Wir schauen mal ein bisschen hinter die Kulissen. Mannschaftsbus Bremen, Mannschaftsbus Schalke, Übertragungswagen. Und da unten, müsst ihr euch vorstellen, geht es dann quasi schon direkt aufs Spielfeld. So, ich stehe jetzt hier mit Yannick. Wahrscheinlich erst mal Werder Bremen für ihn. Korrekt. Ja, und Sebastian. Perfekt, ich habe gerade gesehen, die beiden kennen sich gar nicht und haben sich trotzdem nett unterhalten. Wie kommt's? Na ja, gut, ich habe gedacht, er braucht ein bisschen Unterstützung, der junge Mann hier, der ist minder bemittelt. Meinst du? Ja. Ah ja. Lassen wir mal so stehen, ihr habt euch bis jetzt gut verstanden, wollen wir auch dabei belassen. Jetzt haben wir gerade gehört, Stuttgart gewinnt wahrscheinlich gegen Gladbach. Ist dementsprechend schlecht für Schalke. Trotzdem, Ergebnistipp von dir: 3-1. Und du jetzt wahrscheinlich dagegen? Ich habe dagegen 0-2. Füllkrug? Duxch? Ah, zweimal Füllkrug. Perfekt. Dann haben wir das. Ich drücke euch beiden fest die Daumen. Ich bin ein bisschen unparteiisch. Und zu sehen das Ganze, weil ihr gefragt habt, bei Hey Zander auf YouTube. Hey Zander auf YouTube. Sehr gut. Schaut rein. Die Ausgangslage scheint klar zu sein, denn Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Dementsprechend Schalke unter Zugzwang. Und wir können uns mit Sicherheit auf eine geile Partie freuen, denn taktieren ist nicht. Nur 3 Punkte zählen, 4 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Also bei so wenig Restspielen muss heute gewonnen werden. Guckt euch diesen Ansturm an. 60 Minuten vor Beginn der Partie. Also viele, viele tausende Fans, die jetzt hier über die Anlage strömen. Da hinten sieht man noch das Trainingszentrum. Schalke, wir lieben dich. Wahrscheinlich für alle Fans, die heute auch dieses Video schauen. Deswegen schreibt mal drunter, ihr liebt den FC Schalke von Beginn an. Warum und weshalb? Einer geht noch drauf, einer geht noch. Oh, nur hier die XXL Bratwurst und frische Pommes natürlich. Na ja, gut, sehen aber auch ganz gut aus, ne? Von daher, guten Hunger. 0,5er, 4,60, kannst du auch nicht meckern. Selbst Jasmin ist heute am Start bei diesem Spiel. Darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Viel Spaß! Damit wir schon mal sehen, wo wir gleich hin müssen. Und zwar, da sind wir gerade. Nordkurve, richtig, guter Mann. Und wir sitzen auf R. Perfekt. Jetzt müssen wir natürlich auch zunächst noch mal ein paar Worte über die Bremer verlieren, die bislang insgesamt eine ordentliche Saison spielen, die jetzt zu keiner Gefahr jetzt eigentlich mehr in Abstiegsnöte geraten und natürlich mit den Top-Stürmern hier anreisen werden. Füllkrug, Duxch und beide. Füllkrug ja schon bereits bei der Nationalmannschaft. Duxch, man munkelt, es könnte irgendwann auch noch soweit sein. Beziehungsweise vielleicht steht auch vorm Absprung zu Union Berlin. Aber sehr, sehr viele Fans natürlich auch heute zur Unterstützung des SV Werder Bremen hier am Start. Dementsprechend auch die Bremer hier mit dem Papamobil angereist. Spaß. Oh, da machen sich welche unsympathisch. Zweite Liga, Schalke ist dabei. Sieht übrigens so aus, als ob der Kollege da gerade mit dem Handy, als ob er den Text ablesen würde. Sehr, sehr geil. Das ist natürlich hier riesig und auch D.E. hat es mir erklärt, wo ich hin muss. Bin aber ein bisschen zu trottelig. Jetzt bin ich mal reingegangen.
vielleicht ist dann ein bisschen leichter hier Block R zu finden. Hilfe, Hilfe. So, ich werde nicht mehr. Endlich Block R. Wow, denn ich habe schon mittlerweile richtig Gas hier, mal unsere Plätze zu erachten. Zunächst dann aber doch erstmal wieder raus. Also ist schon geil. Rein, raus. Kein Kommentar. Letzte View nochmal, kurz vorm Spiel. Auch das ist das Ruhrgebiet. Viel, viel Grün und dann da hinten geht's richtig ab. Man kann es ja ahnen. Ach, was für eine Heimat. So, Brudi, Raphael Ketschorn und Jakob Kolz. Rot-Weiß Essen hier auch am Start. Mai, ai, ai. Endlich, wir haben's. Block R. Und ich zeig's nochmal. Da, Hammer. Block R. So, und jetzt sind wir drin. Und schnallt euch an. So sieht das Ganze aus. Ist das nicht herrlich? Mannschaften machen sich schon warm. Da die Nordkurve der Schalker, traditionell dementsprechend auch die Mannschaft dort zu sehen. Bremer sind auch schon draußen. Gästebereich, wo wir ja gerade mehrfach draußen vorbeigelaufen sind. Zack, viele Bremer am Start. Heute zum ersten Mal hier auf Schalke bei Hate Sander. Und es gibt eine neue Kategorie. Und deswegen stehe ich hier mit dem Sam, denn wir wetten immer vorm Spiel um das sehr genaue Ergebnis. Mein Tipp, Sam, 2-2 unentschieden. Und jetzt musst du natürlich dagegen halten. Zur Erklärung, wenn ich gewinne, gibst du mir einen aus. Wenn du gewinnst, gebe ich dir natürlich dementsprechend einen aus. 3-1, Terodde, Salazar und Matriciani. Und wenn das so kommt, gebe ich sogar 2 aus. Viel Glück. Heute im Vorgespräch Ehrenbruder Heiko Westermann, der darf natürlich gar nicht fehlen. Legende hier auf Schalke und in der deutschen Nationalmannschaft. Heiko, wir verneigen uns. Dann der Schall des Bärbands, Gruß beide Lande. Dann der Schall des Bärbands, Gruß beide Lande. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Schon echt geil. Wir leben die Leute hier im Verein. Leute schunkeln hier hin und her. So, Mannschaftsaufstellung von Schalke. Im Tor! Alexander! In der Bundesliga. Simon Terodde! Unser Cheftrainer, Tor, wieder auf Tür! Thomas! Danke! Glück! So, los geht's jetzt hier. Schalke unter Zugzwang, die Bremer, ganz kurz noch zur Erklärung, mit Duksch zumindest am Start. Geiler Funfact, selbst der Fan vorhin vom Stadion hatte nicht auf dem Radar, dass Füllkrug nicht spielt. Aber klassische Ausstellung beim SV Werder. Beide Fanlager direkt von Anfang an dabei. Stimmungsvoll hier das Ganze. Ja! Erste Großchance Werder Bremen. Leonardo Bittencourt. Leute, ich kann euch sagen, Wahnsinnsstimmung von beiden Seiten, Bremen und Schalke. Stellt man kaum sein eigenes Wort. Bremen gerade mit der ersten Chance. Sensationell. Jetzt Bülter. Rainer Müller! Auf Lenker noch dran. Matriciani jetzt auf Salazar. Erste Großchance. Beziehungsweise Halbchance für Schalke. Flanke Rahmen! Vorne! Genau seine Situation für den Neuner von Schalke. Karaman! Neben Tor, erste Großchance für Schalke. Tölpenspiel. Salazar ist Karaman, der durchzieht und links neben Tor schießt. Fans direkt wieder am Start. Mann. Genau so muss es gehen aus Schalker Sicht. Toller Konter, Salazar, 1-2 Kontakte. Karaman, der dort reingeht und knapp verzieht. 0-1 Werder Bremen. Duksch zur Stelle, der da jetzt gerade so ein bisschen den Hampelmann macht. Muss man sagen, klasse zu Ende gespielt von Bremen. Vorm Tor eiskalt, Duksch 0-1. So, was darf den Schalker natürlich im Abstiegskampf nicht passieren? Bremen natürlich offensiv überragend.
Duke Stellmoment einen Lauf hat und das Ding zum 0-1 einschießt. Klasse Kombination, zu Ende gespielt. Terodde mit der Möglichkeit. Pavlenka über die Latte. Großchance Schalke. Richtig geil gespielt. Hätte es gut und gerne sein müssen. 1-1 und dann geht es hier nochmal richtig ab. Kurz vor der Halbzeit. 35. Minute, Terodde, Kopfball, Pavlenka über die Latte. Pfeif-Konzert, denn diesmal ist es, glaube ich, Philipp, der dort sich erstmal die Schuhe zumachen muss. Auch richtig geil. Unglaublich, wie jetzt schon hier auf Zeit gespielt wird. Erste Halbzeit. Richtig geil. Jetzt kann er natürlich laufen wie ein Häschen. Ich meine, lag ja auch nur eine Schuhe. Von daher. Experten. Ruhrpott-Experte. Ruhrpott-Expert. So, Schiedsrichter pfeift an. Kaminski und Salazar. Diesmal Salazar. Und. Ah! Übers Tor. Ebenfalls nicht gut. Also. Mal schnell! Zweite Möglichkeit. Großchance durch Maxi Philipp, der rechts verzieht. Aber das sind natürlich eklatante Stellungsfehler, Abspielfehler beim FC Schalke. So, das war's. Erste Halbzeit. Bremen führt verdient. Kann man fast sagen, aufgrund der Großchancen 0-1 durch den Treffer durch Duxch. Und bin mal gespannt, wie Schalke in der zweiten Halbzeit darauf reagieren wird. Sie müssen auf jeden Fall kommen. Schalke gerade mit den ersten guten Möglichkeiten. Fernschuss von Bülter und Karaman kam da an der Flanke nicht richtig ran. Man merkt aber, die Mann von Thomas Reis jetzt mit viel, viel mehr Druck, mit viel mehr Zug zum Tor. Ich meine, was hat man jetzt auch zu verlieren beim Stand von 0-1? Man muss jetzt quasi kommen und das Ding rumreißen. Wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit in der zweiten Halbzeit. Leute, hört euch diese Stimmung an hier. Schalke liegt nun ein Zuhälter mit dem Rücken zur Wand, zum Abgrund zur zweiten Liga. 24 Punkte, 4 Punkte Rückstand aus Rettenhofer bzw. Und die Leute stehen. Chance Salazar. Großchance Salazar, besser gesagt. Das hätte das 1-1 sein müssen. Schalker Bank dementsprechend auf jeden Fall noch mit ein paar Alternativen. Wir sind hier frei. Dann haben wir Polter, den viele hier schon fordern und Drexler beispielsweise. Also wird mit Sicherheit der ein oder andere gleich von Thomas Reis noch kommen. Und man sieht schon so ein bisschen auch an dem Mengenverhältnis. 7-2. Schalke jetzt in der zweiten Halbzeit von Minute zu Minute besser. Immer mehr überlegen und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis hier das 1-1 fällt. Er geht jetzt. Ball von Reinhardt! Latte! Latte! Es ist noch heiß und die Flanke im Nachgang. Tour. Binnenkurve wird schießen und aber sehr schlechter Abschluss. Keine Gefahr für Schalke hier. Weiterhin 0-1. 76 Minuten jetzt gespielt. Muss ich auf jeden Fall. Flanke rein. Oh, und Polter lauert. Ah, kommt der Ball um. Oh, im Fünfer. Tumulte. Keiner kommt ran.
Fall. 1-1. Ich habe gar nicht gesehen, was war. Die 81. Spielminute, Tor für unsere Mannschaft. Oh, der ist auch reingekommen, der Sepp Vandenberg. 1-1. Der Schütze gerade ist reingekommen. Klasse Aktion, die 5. Sepp Vandenberg. Oh, jetzt aber Dunsch. Oh. Abseits, okay. Abseits, abseits, abseits. Alle beruhigen. 8 Minuten auf Uhr, 1-1. Stuksch mit dem Freistoß, gefährlich! Oh. Knappes Teil hier von Marvin Dux. 87. Minute, ganz knapp daneben. Also nochmal gute Chance für Werder. Die 24, Dominik, neuer Spielstand, Schalke, Werder Bremen, danke, aber seit 20 Minuten. Man kann wirklich sagen, der 12. Mann und das Spiel ist aus. 2-1 gewinnt Schalke gegen Werder Bremen und das völlig verdient. Leute, die rasten aus hier. Alle in Ekstase. Schalke gewinnt 2-1. Last-Minute-Sieg. Dominik Drexler kurz vor Schluss. Und ja, das Bild des Tages wahrscheinlich jetzt gleich hier vor der Nordkurve. Die Spieler mit den Fans, ich lasse euch mal damit alleine. Wahnsinn. Zurück nach dem Spiel. Schalke gewinnt 2-1 und Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden, obwohl du ja 3-1 gesagt hast, ich 2-2. Hat nur noch eins gefehlt. Hat nur eins gefehlt und aufgrund der zweiten Halbzeit war der ja kurz davor. Von daher würde ich sagen, was sagt man? Glück auf, Glück, ne? Glück auf, danke. Das war's also, das erste Video hier bei Hey Zander. Schalke gewinnt 2-1 gegen Werder Bremen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe mir Mühe, auch in den nächsten Wochen zu performen. Schreibt in die Kommentare, wo es als nächstes hingehen soll. Ich kann nur sagen, der Reisewert auf jeden Fall. Sehr, sehr viele gastfreundliche Leute habt ihr gesehen, glaube ich. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Abonnieren, kommentieren. Viel Spaß.